Das Spiel ist im Moment im Angebot im Store für 79 Cent. Also guckt genau hin, es lohnt sich. Jetzt hier auf einem iPad 2. Auf dem iPad 3 sieht das Ganze noch viel besser aus. Von dem, was da auf dem Bildschirm passiert, bin ich wirklich beeindruckt. Da stimmt alles. Die Grafik sieht Hammer aus. Die Stimmung, Atmosphäre stimmt. Die Story ist gut. Alles klar, neuer Versuch. Ihr dürft jetzt nicht vergessen, wie komisch ich das iPad hier im Moment vor mir halten muss, damit das mit der Kamera klappt. Also die Steuerung geht ganz wunderbar von der Hand normalerweise. Ich überspringe das mal und versuche es diesmal besser zu machen.
Okay, fliegen können die Biester auch, aber nur manche. Das sind irgendwie besondere. Ich weiß auch nicht, warum die Menschen von der Erde vertrieben haben. Müsste ich mir nochmal die Story durchlesen. Auf jeden Fall versuchen wir, die Erde wieder für uns Menschen zurückzugewinnen. So viel habe ich im Store gelesen. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, das Spiel ist im Moment für 79 Cent im Angebot. Also eigentlich wäre ein bisschen coole Stories und Ballerei mag, muss eigentlich zuschlagen. Hier oben auf dem Button können wir nachladen und unsere Waffen wechseln. Pistole, Shotgun, unser normales Maschinengewehr. Hier können wir zwischen Haftgranaten und normalen Granaten wählen. Hier können wir jemanden mit zurückstoßen und die Zeit verlangsamen. Das habe ich in späteren Levels gesehen, weil ich habe schon ein bisschen weiter gespielt. Ab und zu kommt man in einen Ladebildschirm wie jetzt. Das dauert aber nur ein paar Sekunden. Also da merkt man schon, dass die das iPad wirklich ausgereizt haben. Was Grafik betrifft. Also das sieht ja schon wirklich fast aus wie an den großen Konsolen. Okay. Einbringen. Ups, Entschuldigung, das ist meiner. Habe ich fast auf die eigenen Leute geschossen. Wo auch immer der jetzt gerade hergekommen ist. Oh, Apfelsaft im Angebot. Aber gut, ich weiß schon, wir werden hier nicht zurückkommen. Oh. Okay, Granaten sind immer eine gute Antwort. Wie ihr seht, und ich spiele wirklich noch nicht lange auf dem iPad, geht die Steuerung aber ganz wunderbar von der Hand. Und wenn man das iPad dann ganz normal halten kann und nicht wie ich das jetzt vor die Kamera halten muss, dann hat man da gar keine Probleme mit. Geh zur Seite, du Vogel. So, hinrennen, Granate schmeißen und wieder weg. Okay. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Eindruck gewonnen. Wie gesagt, zieht's euch runter. 79 Cent, also günstiger kann es nicht mehr werden. Dann müssten sie es verschenken. Das Spiel ist wirklich der Knaller. Lohnt sich. Okay, in Zukunft werde ich auch hoffentlich wieder etwas hochwertigere Videos machen. Aber ich hatte in letzter Zeit ein bisschen wenig Zeit und wollte wenigstens wieder ein Lebenszeichen von mir geben. Sir, sir, can you hear me? Und hoffe, ihr habt Spaß daran. Just call me Cal. Like Cal Warden. Must be
rough sharing a name and rank with the savior of Sagittarius. I did my part on Sagittarius, but technically, I didn't save it. Wait, you mean... Well, dip my peanut butter and roll me in jelly. You hear that, fellas? This right here is the hero of the resistance. You stick close to me, sir. We'll get you to base come hell or high water. Chief? I hear him. You good to go, sir? Our comm links, are they working now? Let me check. Echo 1 to Actual. Do you read me? Actual, this is Echo 1. Please respond. Unser nächstes Ziel wird uns da wunderbar angezeigt mit Meta-Angabe. Auf diesem Button hier wird gefeuert, habt ihr eben gesehen. Hier kann ich zoomen. Wenn ich später ein Scharfschützengewehr habe, dann bringt das natürlich noch mehr. Und über den Pause-Button komme ich wieder ins Menü. Hier kann ich meine Waffen ausrüsten, kann mir... hier so Schutzpanzer oder sowas kaufen. Im Moment habe ich noch keine Kohle, ihr seht es da oben, 0. Aber hier habe ich zum Beispiel so einen Angriffsschaden, fügt allen gelähmten Feinden dauerhaften Schaden zu. Das könnte ich jetzt für 1656 Einheiten, womit auch immer hier bezahlt wird, kaufen. Das ist in Upgrade und Element unterteilt. Hier könnte ich meine Waffen für 276 Einheiten komplett auffüllen. Und ein... So, gehen wir zurück zum Hauptmenü. Und einen Online-Modus gibt es auch. Vielleicht liefere ich euch den noch nach. Aber wie gesagt, ich kann es nur noch mal erwähnen. 79 Cent, Kinder. Holt es euch. Bis nächstes Mal. Tschüss.